Mod Kitchen Talk, heute mit dem Weingut Fußer aus der Pfalz. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Und heute sprechen wir über Kalkmergel, über Buntsandstein und über Lösslehm. Keine Sorge, ihr habt euch nicht in den örtlichen Baustoffhandel verlaufen. Nein, es geht ein bisschen um den Boden und was man mit diesem Boden so anfangen kann. Denn jeder dieser drei genannten Bodentypen, also Kalkmergel, Buntsandstein und Lösslehm, die haben alle eine bestimmte Eigenart und geben dem Wein natürlich alle eine bestimmte Typizität mit. Das kann man im Wein tatsächlich schmecken. Das ist kein Flachs, das ist nur eine Geschichte des Trainings, da muss man sich mal ein bisschen rantasten und dann stellt man da schon fest, welcher Bodentyp einem besonders gefällt. Man kann es aber natürlich auch anders machen, so wie der gute Georg Fußer vom Weingut Fußer, dass der nämlich die drei Böden zusammenbringt. Georg, erzähl uns ein bisschen was über die Böden und warum dein Riesling, der die drei Böden vereint, so besonders gut ist. Was macht er für dich? Was zeichnet ihn aus? Komm, erzähl uns was. Genau, wir haben zum einen haben wir eben was Mineralisches und was Würziges vom Kalkmergel. Wir haben eine sehr klare Frucht vom Buntsandstein, was immer so eine sehr filigrane Stilistik mit sich bringt. Und der Lösslehm bringt einfach noch ein bisschen Kraft und ein bisschen, ja nicht negativ, aber ein bisschen Opulenz in den Wein. Und dass man so einfach ein schönes Zusammenspiel hat zwischen den drei Bodenarten. Das ist natürlich, wenn man den einfach nur so trinkt, ein wunderbarer Zechwein. Der passt natürlich auch gerade zur unkomplizierten Küche. Auf der anderen Seite ist er so komplex, dass er auch Spaß macht, wenn man ihn ganz alleine als Seelentröster trinkt. Also das ist so ein bisschen Best of Both Worlds oder wenn wir bei den drei Böden bleiben, Best of Three Worlds oder wie auch immer. Nun sind die Pfälzer ja wirklich keine Kostverächter und kennen sich ganz gut aus in Sachen Essen und Trinken. Georg, was empfiehlst du denn zum Gutsriesling? Was sagst du? Was sollte man dazu essen? Also eigentlich in der Pfalz hat man halt ganz so Saumarken, Bratwurst, das sind sehr deftige Speisen. Und dann rundet eben der Riesling immer so eine sehr kräftige Speise mit seiner Säure, mit seiner Frische, mit seiner Frucht immer etwas ab. Also, Seelenfutter auf dem Teller und einen kleinen Seelentröster im Glas. Ich glaube, wieder mal alles richtig gemacht. Wie könnte es auch anders sein? Dafür ist der Kitchen Talk ja da. Also immer dran denken, Eleganz und Deftigkeit auf dem Teller miteinander kombinieren, passt ganz großartig. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis demnächst.